Danke, Robert, dass du sofort gekommen bist. Ja, klar. Ich habe gleich den ersten Flug genommen. Was immer du brauchst. Robert, das ist Sheriff Nick Reyes aus Cerro Lake. Angenehm. Bitte. Also, was ist so dringend? Geht's hier um Ed? Geht's ihm schlechter? Robert, das mag jetzt etwas seltsam klingen, aber... Weißt du, ob Veronica eine unverwechselbare Narbe hatte? Was? Ich weiß nicht. Warum fragst du mich sowas? Mr. Kerrigan, wir fragen nach einer bestimmten Narbe auf der rechten Gesäßseite. Hat zu viel gebellt. Schätzchen, du darfst nicht einfach so bei den Cerneys auf den Hof. Und du kannst dir erst recht nicht einfach so Skippy mitnehmen. Ihm war heiß. Er ist ein Welpe. Liebes, er kann noch nicht schwimmen. Und dieser Pool ist wirklich, wirklich tief. Herrje, wäre ich nicht da gewesen? Miss Cerny hat gesagt, ich bin böse. Oh, das bist du nicht, Schätzchen. Sie war nur sauer und hat Sachen gesagt, die sie vielleicht nicht hätte sagen sollen. Mehr nicht. Aber die lässt mich nicht mehr mit Skippy spielen. Sie ist ein blöder alter Pups. Schätzchen, sie hatten nur Angst. Mehr nicht. Sie dachten, du tust dem Hündchen weh. Aber ich... Versetz dich doch mal für einen Moment in ihre Lage. Stell dir vor, jemand nimmt dich mit in den Park, ohne erst deinen Dad zu fragen, weil der gerade nicht da ist. Und sagen wir mal, dass du, Gott behüte, von der Rutsche fällst und dir weh tust. Würde dein Daddy dann nicht sagen, dass sie oder er nicht mehr mit dir in den Park dürfen? Du darfst das Daddy nicht sagen. Ich will das nicht. Ich kann deinen Dad nicht anlügen. Und wir sollten immer die Wahrheit sagen. Ich schwör's, ich tu's nie wieder. Versprochen. Bitte, bitte, bitte. Ach, Schätzchen. Wenn ich's ihm nicht sage, erfährt er's von jemand anderem. Okay, hier ist mein Plan. Ich wasche die dreckigen Handtücher und du überlegst, was du essen möchtest. Und dann zaubere ich dir was Leckeres. Was meinst du? Sagen wir mal, dass du, Gott behüte, von der Rutsche fällst und dir wehtust. Würde dein Daddy dann nicht sagen, dass sie oder er nicht mehr mit dir in den Park dürfen? Ja, ein schöner großer Schnitt wäre gut. Aber das könnte ich ihr nur schwer anhängen.
Ich könnte mich an einem kaputten Glas schneiden. Aber sie müsste es zuerst kaputt machen. So weh würde das nicht tun und wie soll ich ihr die Schuld geben? Mann, warum ist alles immer extra für die Erwachsenen? Also, Veronica? Was möchtest du gern essen? Ich will ein Sandwich und Juicy Red in meinem Früchteglas. Oh, eine Schnitte und Juicy Red im Früchteglas. Alles schmeckt besser in deinem Früchteglas, nicht wahr? Oh nein, wie ungeschickt. Tut mir leid. Lass mich fix den Besen holen. Du rührst keinen Finger, bis ich alles weggemacht habe. Okay? Ich besorg dir ein anderes Glas wie das, bevor du's überhaupt merkst. Die verkaufen die bei... Oh, das muss dein Daddy sein. Mary, was geht's? Wie geht's meiner Kleinen? Gott sei Dank geht's ihr gut. Aber ich muss Ihnen etwas erzählen. Es ist ein wenig... heikel. Thank you.
Eddie, krieg ich eine Narbe? Wusstest du, dass die meisten tapferen kleinen Mädchen Narben haben? Jetzt kriegst du auch eine. Und weißt du noch was? Sie wird wie ein V aussehen. V wie Veronica? Ja, wie Veronica. Daddy? Ist Mary böse? Nein. Nein. Es ist nur... Mach dir darüber keine Sorgen. Wir finden jemand Besseres. Niemand wird dich je wieder grundlos anschreien. Ich hab dich so lieb, Daddy. Wo hast du den gebaut, Samuel? Ich kann nicht glauben, dass du einen Bunker unter der Ranch gebaut hast. Ich auch nicht. Da gibt es so viel zu bedenken. Er muss zum Beispiel nah genug beim Haus sein, damit man nicht zu viel laufen muss, wenn die Bombe kommt. Aber er kann auch nicht direkt unter dem Haus sein, denn da suchen die ja zuerst. Wie ich dich kenne, hast du bei dem Bunker nichts dem Zufall überlassen. Eddie, Liebes, du und diese Schaukel. Komm jetzt, setz dich gerade hin und ich bring dir Apfelkuchen und deinen Lieblingssaft raus. Juicy Blue. Liebes, du verdirbst ihn noch mit dem ganzen Müll, den er in der Glotze sieht. Könnte unter dem Feld da sein, aber ohne irgendeinen Hinweis? Da würde ich ja Jahre brauchen. Vielleicht sieht man's ja von oben. Der Bunkereingang könnte überall sein. Ein Versuch kann nicht schaden. Nö, hört sich weder hohl noch metallisch an.
sag es. Okay, aber dann ab unter die Dusche, sonst lässt deine Mom dich nicht mehr rüberkommen. Wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen, wer ist der einzige Pirat, der bleibt und ficht? Captain Roberts, denn Angst kennt er nicht. Und nochmal. Wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen, wer ist der einzige Pirat, der bleibt und ficht? Captain Roberts, denn Angst kennt er nicht. Und nochmal. Nein, nein, nein. Captain Roberts muss sich endlich waschen. Und nochmal. Sonst stinkt er wie alle anderen Flaschen. Du vermisst sie auch, was, alter Kumpel? Du siehst gut aus. Du hast frisches Wasser, bist schön sauber und gestriegelt. Wer kümmert sich denn um dich? Hm? Baupläne müssen noch irgendwo in der Scheune sein. Ist da jemand? Sheriff? Gib mir einen Grund. Hey, komm schon. Ganz ruhig. Robert. Sie war 2, als ich sie adoptiert habe. Ich dachte immer, ich werde mal dafür entschädigt, dass ich bei ihrer Geburt nicht dabei war. Dafür musste ich sie dann 2-mal sterben sehen. Mr. Kerrigan, ich bitte Sie. Sie haben keine Ahnung, wie das ist, eine Tochter zu verlieren. Ich würde Ihnen gerne diesen Schmerz ersparen. Aber nur Sie können die Leiche identifizieren.
Tut mir leid. Ich kann nicht, Julia. Ich kann's einfach nicht. All die Jahre hat sie noch gelebt. Kein einziger Anruf in 8 Jahren. Sie kann es nicht sein. Robert. Nein, nein! Warum sollte sie mich anrufen? Sie hasste mich, seit ich sie eingewiesen hatte. Wie ist sie gestorben? Was hat sie all die Jahre nur getrieben? War sie glücklich? Nach ihrer Entlassung aus der Klinik wurden ihre psychischen Probleme immer schlimmer. Sie hat all diese Jahre ihre Rache an Miller geplant. Sie hatte keine Skrupel, alle zu beseitigen, die ihr in die Quere kamen. Sie wollte ihn in den Wahnsinn treiben, aber daraus wurde nichts. Was das Ende angeht, wir wissen immer noch nicht warum, aber sie ist von der Brody Canyon Bridge gestürzt und... Aufgrund der extremen Höhe und weil wir die Leiche nicht sofort finden konnten, könnte ihr Gesicht... Nein. Vielleicht ist die erwähnte Narbe bei der Identifizierung von größerer Hilfe. Mehr brauchen wir wirklich nicht. Adam, warum? 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 Wenn dir was an den Fingerchen liegt, mit denen du schreibst, erklär mir lieber schnell warum. Warum? Adam, bitte. Warum hast du meinen Onkel getötet? Adam? Dein Onkel war mein Freund. Ich habe ihn nicht getötet, sondern Faye. Veronica. Bullshit, Veronica. Faye, ist doch egal, wer abgedrückt hat. Du warst Komplize bei seiner Ermordung. Komplize? Adam! Du wolltest mich schon immer loswerden. Als kleiner Junge und als Erwachsener. Du hast sie mir weggenommen. Du hast mir ihre Liebe gestohlen. Angeln, Schach, die gemeinsamen Nachmittage. Du hast sie mir weggenommen. Und das hat dir immer noch nicht gereicht. Du wolltest die Ranch. Aber die würde ich ererben, nicht wahr? Du wolltest ihn zwingen, sein Testament zu ändern. Hattest dafür aber nie die Eier. Weil du ja noch nie die Eier für irgendwas hattest. Deine kleine Freundin hat die Drecksarbeit für dich erledigt. Und dann ist alles aus dem Ruder gelaufen. Sie hat meinen Onkel ermordet. Und du hast sie umgelegt. Weil sie es verbockt hat? Aus Wut? Damit keiner was rauskriegt? Adam, das ist Wahnsinn! Mir reicht's. Hast du meinen Onkel ermordet? Adam, ich hab ihn nicht... Mir doch egal, wer abgedrückt hat. Hast du meinen Onkel ermordet? Ich weiß wo. Hast du meinen Onkel ermordet? Nein, ich hab nichts mit seinem Tod zu tun. Nichts. Du gibst einfach nicht auf, was? Okay. Du erzählst mir jetzt, was ich hören will, bevor ich ausflippe. 3. Das bist doch nicht du, Adam Franklin. Du bist ein anständiger Mann, aber wenn du das tust... Komm du mir ja nicht mit Anstand, hast du kapiert?
Deine Tante lebt und ich weiß, wo sie ist. Was? Sie ist im Bunker der Ranch. Die Ranch hat gar keinen Bunker. Die Baupläne sind unten. Ich weiß, wo der Eingang ist. Du hast es so gewollt. Bunker, hm? Beweis es. Laut der Baupläne sollte er hier sein. Wir sollten den Klang von Metall hören. Er ist genau hier, ganz ohne Zweifel. Ist sie das? Wusstest du, dass die meisten tapferen kleinen Mädchen auch Narben haben? Jetzt kriegst du auch eine. Und weißt du was? Sie wird wie ein V aussehen. V wie Veronica? Danke, Mr. Kerrigan. Adam, endlich! Wo warst du? Was? Mit Miller? Bitte sag mir jetzt nicht, dass du... Was für ein Traktor? Wie bitte? Das Ding wiegt doch locker eine Tonne. Wie willst du? Wir haben den Schlüssel. Ich bin unterwegs. Ich muss zur Ranch der Franklins. Wir sehen uns später. Sheriff, kann ich noch ein wenig bei meiner Tochter bleiben? Mr. Kerrigan, vielleicht möchten Sie Ihre Enkelin kennenlernen. Tante Esther? Kannst du mich hören?
Tantchen? Wir werden dich da rausholen. Tante Esther? Bist du okay? Ich bin's, Tantchen. Adam, dein Neffe. Verschwinde, du Monster! Tantchen, ich bin's. Runter mit dem Messer. Verschwinde! Los hinterher! Esther, schau mich an. Ich bin's, Eddie Miller. Eddie! Du hast Sam getötet! Wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen, wer ist der einzige Pirat, der bleibt und ficht? Hm? Bleib mir vom Leib, du Monster! Oh. Wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen, wer ist der einzige Pirat, der bleibt und ficht? Captain Roberts, denn Angst kennt er nicht. Wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen, wer ist der einzige Pirat, der bleibt und ficht? Hm? Captain Roberts! Denn Angst kennt er nicht! Eddie! Eddie! Gib mir deine Hand! Esther! Gib mir deine Hand! Ach, mein lieber Junge, was habe ich dir angetan? Wird schon wieder. Keine Sorge. Der Krankenwagen ist unterwegs. Die werden ein paar Tests machen und... Wir hatten alles da. Wasser und Essen. Typisch Sam. Oh, Mrs. Franklin, könnten Sie... Also, wenn es Ihnen besser geht... Könnten Sie uns vielleicht sagen, was passiert ist? Ich habe Sam gesagt, es sei zu spät, um noch durch den Wald zu gehen. Er sollte lieber das Auto nehmen. Aber er wollte unbedingt zu deinem Haus laufen.